heiß, wirklich Unfall, Alter. Ich hoffe, ihm geht's gut. Moin Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und ihr seht schon, vorne sind Mopedfahrer, hier vorne ist Luca, auch schon ewig nicht mehr in meinen Videos gewesen. Ich verlinke euch mal ein Video, wo er das letzte Mal dabei war, das war einer meiner ersten Motovlogs. Hinter mir ist noch Keule und meine Freundin Monique. Und wir fahren jetzt nach Kartendorf zum Zweitakttreffen. Das zweite Mal, dass ich bei so einem Treffen dabei bin in Kartendorf. Ich bin auf jeden Fall richtig hyped. Was auch geil ist, sind Duro, Skopel und Lenny. Die sind auch extra bis hierher angereist. Auf die freue ich mich auch schon. Bin gespannt, was uns das Treffen dieses Mal bringen wird. Nachher gibt es auch noch eine dicke Ausfahrt. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir da sind. Da könnt ihr schon sehen, der Aussteller fürs Treffen. Mal wieder wie beim letzten Mal Stau im Elbtunnel. Top. 500. Boah, ist das warm hier. Holy shit. Oh, hier gibt es Bänder. So, ist jetzt natürlich die Frage, wo wir hinfahren. Junge, sind hier schon viele. So, ich setze jetzt erstmal in den Helm ab, Leute. Ein kleiner Überblick. Ich denke mal, man sieht nicht allzu viel. Luca, dieser Überblick ist nicht schön. Lenny ist auch da. Hallo. Skopel. Hau ab! Mann, komm doch her, du Keck. Gehen Sie bitte! Okay, hier oh ist Mann, Lenny, gleich wieder eine Fresse, Mensch. Du bist wieder ein Zappler. Ey, jetzt fängt er bei mir auch an. Okay, wir gehen jetzt eine Bratwurst essen. Aber es sind auf jeden Fall mehr Leute da als beim letzten Mal. Also vorhin habt ihr ja gesehen, war einer mit einem Zähler, der hat mir 500 schon gezeigt. Dass 500 Leute schon da sind. Ja. Jedes Treffen aber ist gefühlt mehr los. Ja, wird immer mehr, ne? So, hier ist die ganze Trabi-Ecke. Wow, wie hast du das erkannt? Hier ein paar schöne Duos. Hier ist auch echt alles voller Simmer. Ich würde ja gern was vom Prüfstand filmen, aber hier ist alles voll. Naja, gut, Freunde. Ihr könnt es ja zumindest hören. Lenny, ja. Von hier ist auch nochmal eine krasse Perspektive. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen umgucken. Und ich schätze mal, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn die Ausfahrt beginnt. So Freunde, wir rollen hier gerade an. Es geht nämlich jetzt gleich los mit der Ausfahrt. Ich bin echt gespannt, weil es sind glaube ich wieder noch mehr Leute als beim letzten Mal. Also bezüglich der Teilnehmeranzahl weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube, es sind so halt über 500 bis über 600 Leute. Wie viele jetzt an der Ausfahrt teilnehmen, keine Ahnung, aber es sind auf jeden Fall wieder massig Leute. Wir fahren jetzt so circa 54 Kilometer. Hallo! Oh, wie geil. By the way, Freunde, beachtet bitte nicht meinen Tacho. Der hat irgendwie eine Macke weg. Seitdem ich diese Scheibe nicht mehr habe, die man zwischen Tachowelle und Tacho packt, funktioniert der echt nicht mehr. Deswegen habe ich hier auch ein GPS-Tacho angebaut. Beziehungsweise ist ja mein Handy einfach nur. Also falls ihr wissen wollt, wie schnell ich fahre, guckt einfach auf mein Handy. Aber heute ist richtig gutes Wetter. Also vorhin war es wirklich richtig eklig, als wir da rumstanden. Aber jetzt ist es ein bisschen bewölkter, trotzdem noch warm. Also besser geht kaum. Übrigens, Veranstalter dieser Ausfahrt und des Treffens ist die Zweitakt-Crew Kartendorf. Ich verlinke sie euch mal unten in der Videobeschreibung und blende sie euch auch nochmal ein. Schaut doch gerne mal vorbei. Die machen auch echt coole Aktionen.
ich muss ja auch sagen, generell bin ich echt froh. Weißt du, Kartendorf ist zwei Orte von mir entfernt. Das ist doch übel geil, oder? Dass hier in der Umgebung so viele Treffen stattfinden, ja. Finde ich richtig toll, dass sich da auch Leute drum kümmern und dann dafür sorgen, dass das Ganze hier auch erhalten bleibt mit der Simson-Szene. Finde ich wirklich richtig geil. Junge, was ging denn bei ihm für ein Film? Geil. Oha, Bremsung. Unfall oder was ist da jetzt los? Ey, ich hoffe nicht. Das wäre doch wieder scheiße, ey. Scheiße, wirklich Unfall, Alter. Ich hoffe, ihm geht's gut. Er ist da voll reingesemmelt, wie es aussieht. Ich hoffe, es bleibt dann auch heute bei diesem einen Unfall. Jetzt ist die ganze Truppe natürlich wieder komplett zerteilt, ne? Hier sind wieder Menschen, die winken und wir hupen. Ja, Freunde, lasst mich. Ich habe eine kleine Hubstörung, okay? Ich find's auch lustig. Das sind ja alles Straßen, die mehr oder weniger alle schon mal in irgendwelchen Videos von mir zu finden sind. Ich bin hier überall schon mal lang gefahren. Boah, hier sieht man nochmal die Schlange ganz gut. Die geht bis zum nächsten Ort rein. Krass. Ich schätze mal, es sind so circa 200 bis 300 Leute, die mitfahren bei der Ausfahrt. Ist halt schon echt eine enorme Menge, ne? Oh, da kommt ein Motorradfahrer. Und er grüßt nicht. Was ein Ehrenloser. Hä? Oh, hier staut sich wieder ein bisschen. Wahrscheinlich, weil hier ein Berg ist. Oh Leute, gleich fahren wir durch Weferling, der Ort, wo meine Schule steht. Beziehungsweise, wo ich zur Schule gegangen bin. Jetzt habe ich ja nur noch die mündliche Prüfung und dann bin ich durch mit dem Abitur. Hier rechts ist übrigens meine Schule. Kreisverkehrus. Ist echt lustig. In diesem Ort hier habe ich gestern noch mein Moped geputzt für das Treffen heute. Jetzt fahren wir hier durch. Baba. Oh, ein Trabi. Ich frage mich, wo Keule ist. Der S war mit uns hingefahren, aber seitdem habe ich ihn irgendwie nicht mehr gesehen. Alter, was kommt denn jetzt? Jo, wie geil. So, da es hier keine Pausen gibt bei der Ausfahrt, werde ich jetzt noch so lange filmen, bis mein Akku leer geht. Und entweder ihr seht jetzt gleich noch was, wenn was Geiles noch passiert ist, oder wir sehen uns gleich wieder auf dem Platz. Also Freunde, bis gleich. So Leute, wir sind jetzt wieder zurück von der Ausfahrt. Ihr seht schon, es hat sich deutlich geleert. Ich werde nachher gleich nochmal nach da vorne gehen, da ist nämlich doch ein Show-Entscheiden-Wettbewerb. Da werde ich nochmal einen kleinen Porn machen von diesen Muppets. Wie fandest du die Ausfahrt? Ja, war ganz gut. Sieht man mein Glasien auch. Wir werden wahrscheinlich auch bald losfahren. Ich würde sagen, jetzt kommt auf jeden Fall erstmal der Porn.
So, und damit würde ich sagen, beende ich das Video, Leute. Es war auf jeden Fall wieder richtig geil, das Treffen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt doch gerne einen Kommentar. Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern auf meinem Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Ciao. Au, das ist ein kleiner